Hammet, seid gegrüßt, mein lieben Zwerge genommen Hammet und Edadum zu einem neuen Part Fuchsania City, zu einem neuen Part Pokémon. Let's go Evoli mit dem Zwergenfürst. Verzeiht, wenn ich noch ein bisschen erkältet klinge. Was daran liegen mag, dass ich erkältet bin. Ich traue mich heute trotzdem mal an eine kleine Aufnahme. Ich hoffe, ich klinge nicht zu sehr erkältet. Ja, heute Knoggers Arena. Versuchen wir es mal. Um diese Arena betreten zu dürfen, musst du mir beweisen, dass du mindestens 50 Pokémon-Arten gefangen hast. So, wie ich sehe, hast du nicht weniger als 50 Pokémon-Arten gefangen. Damit bist du als ehrwürdiger Herausforderer in dieser Arena zugelassen. Knogger himself. Koga. Sorry. Ich habe dich mit meinem Verwandlungstrick aus dem Gleichgewicht gebracht. Was? Dann solltest du dich darauf gefasst machen, dass ich dich auch im Kampf mit diesen Kniffen auf den falschen Fuß erwischen werde. Kukas Verwandlungstechnik ist unschlagbar. Er sah mir zum Verwechseln ähnlich, oder? Nun, an seinem Sprachstil würde er vielleicht noch arbeiten. Wie dem auch sei, du darfst da weitergehen und seine geheimnisvollen Attacken im Kampf höchstpersönlich erleben. Ja, ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Meine nasale Sprache heute. Ich bin erkältet, spreche ein bisschen durch die Nase. Ich höre mich selbst nicht, weil meine Ohren sind zu. Klingt komisch, aber also ich bin ein bisschen taub durch die Erkältung. Naja. Wird schon passen. Nach dem Part lege ich mich wieder hin, versprochen. Arenaleiter Koga. Nicht Knogger, das ist das Pokémon Koga. Fuchsania City, anerkannte Trainer Modi. Ach, der war schon hier. Alles Klärchen, Wunderbärchen. Mein Team, das ist hoffentlich geheilt. Ja, das haben wir im letzten Part gemacht. Na dann. Die Arena ist in dichten Nebel gehüllt. Verstehe. So. Jetzt schleichen wir uns an den Trainern vorbei. Ganz professionell. Wie wir das immer machen. So wie es halt geht. Versuchen zu dem Cheftrainer, zu dem Arenaleiter zu gelangen. Da ist der erste Trainer, den wir besiegen müssen. Erfolg hängt nicht allein von der Stärke deiner Pokémon ab. Auf die Strategie kommt es an. Wenn du schon mal hier bist, zeige ich dir am besten gleich, was ich damit meine. Na dann. Zeig es mir mal, was du damit meinst. Astrainer Milo fordert dich heraus. Mit seinem ersten Pokémon, Slaymog. Ah, alles klar. Es geht los, Dektri. Du bist dran. So. Einmal Schaufel einsetzen. Attacke. Na komm, mach was. Alle, das Slaymog. Verzeihung. Spreche heute einiges falsch aus. Na komm. Und Schaufler, komm, setz sein. Was? Schiefgelaufen. Das gibt's doch nicht. Dann halt Erdbeben. Ich will jetzt hier nicht die Attacken schon alle verschwenden. Die braucht man safe für den Knoggerkampf, Kugerkampf. Na, halt aber aus. Ich habe bestimmt nicht allzu viele Beleber mit dabei. Und Trinker. Ich brauche euch noch.
Ich brauche dich noch, denn mein Team. Na komm. Schutzschild. Ach, wegen Schutzschild hat das nicht geklappt. Schneimog schützt dich gegen Schaufler. Ah, das ist klar. Ein bisschen feige, oder? Na komm, nochmal Schaufler. Wir wollen jetzt nicht alle Schaufler AP an Schneimog verlieren, aber einmal versuche ich es noch. Ach, das verdammte Schutzschild. Das ist doch eine saublöde Attacke. Ist doch blöde. So. Wie wäre es dann halt mit Triplette? Die Attacke hat Slimer verfehlt. Ja, warum auch nicht? Besieg halt mein Team schon, bevor ich zum Arena-Leiter komme. Warum nicht? Einmal noch Erdbeben. Schutzschild. Ja, warum nicht? Das ist doch nicht die Möglichkeit. Ich verschwende hier alle meine Attacken schon vor dem eigentlichen Kampf. Ja, die anderen Attacken, die bringen es nicht so wirklich. Das ist jetzt nicht so wirklich das Wahre. Schutzschild, der mit seinem verfickten Schutzschild. Ach je. Ich sehe es schon im Arena-Leiterkampf genauso kommen. Lässt er mich nicht angreifen, weil das Pokémon andauernd Schutzschild einsetzt. Na komm, mach's zu Ende. Wenn nicht mit Schaufler, dann halt mit den anderen Attacken. Komm, besieg ihn. Besieg das Slimog. Schaufler. Na komm, vielleicht klappt's jetzt irgendwann mal. Beim vierten oder fünften Versuch. Na komm. Hau rein. Na komm. Na endlich. Hat's mal geklappt. Hat zwar wenig gebracht, aber es hat's dann doch noch geklappt. Also ein paar Erfahrungspunkte. Und Bibor. Ach du heilige Schande. Was soll denn da jetzt noch draus werden? Gut, na, machen wir es trotzdem mit Erdbeben. Ja, das wird jetzt relativ wenig bringen. Dank Schutzschild, aber auch dank Ibo. Schwebt doch in der Luft. Yeah, ich wechsle mal mein Pokémon. Relaxo. Und du musst hier mal kämpfen. Da müssen wir wahrscheinlich, bevor wir gegen Koga kämpfen, nochmal ins Pokémon-Center gehen und das Team mal heilen. Wir erstmal uns den Weg freikämpfen und dann als nächstes als nächsten Schritt den Arena-Leiter besiegen. So. Ja, so viel dazu. Ja, Bibo ist ein starkes Pokémon und es hält auch Relaxo nicht mehr aus. Au, Schreck. Das war nun mal so das Pokémon, was in meinem Team am meisten aushält, also was am meisten einstecken kann. Ja, dazu so viel. Der Pebe vielleicht. Na komm. Rankenhieb. Attacke. Mach's kaputt. Mach's alle. Ich sagte, mach's alle. Was passiert hier gerade? Würdest du vielleicht mal einsetzen? Ja, aber es bringt nichts. Ja gut, so viel dazu, Arena-Kampf.
okay, den ersten Trainer hätten wir jetzt besiegt. Das hätten wir hinter uns. Aber der Arena-Leiter. Black erreicht Level 41, Glorik erreicht Level 35. Als Trainer besiegt. Wow, du bist außergewöhnlich. Du gewinnst 4200 Pokémon-Dollar und gehst siegreich aus dem Kampf gegen den ersten Trainer der Arena von Koga hervor. Alles klar, Herr Kommissar. Na, dann mal weiter. Ich warte auf den Nebel. Wie können wir am besten die Trainer umgehen? Das ist die Frage. Ich fürchte, an dem müssen wir wieder. Den müssen wir wieder kämpfen. Ja. Wir müssen von vorne auf Koga treffen. Das ist klar. Von hinten kommen wir nicht ran. Das denke ich, ist nicht der Fall. Auch ich bin ein Schüler von Meister Koga. Der Einsatz von Pokémon ist eine ultra uralte Ninja-Tradition. Genau so. Domteur Edgar fordert dich raus. Edgar! Paluten! Bist du's? Das menschgewordene Schwein. Auf geht's! Diktri schon wieder. Naja gut, Schaufler. Wir werden wahrscheinlich eh ins Konzentrum nochmal müssen. Und da laden wir das Team nochmal auf. Bevor wir in den finalen Kampf eintreten, da können wir jetzt die Attacken, die AP verbrauchen. Machen wir so. Kämpfen wir jetzt mit vollen Karten und danach sehen wir weiter. Weiter kämpfen. Arbok. Das war gerade eben Rittern und jetzt Arbok oder was? Ich habe nicht aufgepasst. So, beide Schlangenviecher besiegt. Und da war es noch eins. Das sieht doch gut aus. Level 38 für Diktri. Und weiterkämpfen, natürlich. Edgar setzt Arbok ein. Waren wahrscheinlich alles Arboks. Erzbeben, na komm. Setzt dem Ganzen ein Ende. Mach's alle. Schlag erreicht Level 31 und Trainer besiegt. Gegen andere zu verlieren gehört bestimmt nicht zu den alten Ninja-Traditionen. Du gewinnst 2460 Pokémon-Dollar und gehst siegreich aus dem Kampf gegen den zweiten Trainer der Koga-Arena hervor. So, da wären wir bei Koga, oder? Ja gut, ich würde gern immer zurück ins Pokémon Center. Jo. Den Weg haben wir uns schon freigekämpft. Da können wir jetzt durch. Die meisten Trainer können wir umgehen. Die zwei, die wir nicht umgehen können, die haben wir schon besiegt. Na dann, Koga, ich komme. Mein Team gibt alles. Ein paar Belebe und ein paar Tränke dürfte ich mit dabei haben. Raumwarne. Dich mache ich auch noch alle. Ich hole mir den nächsten Orden, den Arena-Netter-Orden. Ich schau mal kurz ins Bottelchen. Wo wäre das? Wo ist das? Der Trainerausweis, das wäre interessant im Speichermenü bestimmt. Ja, hier. Da haben wir 4 Ohren schon. Kogas Arena-Leiter-Orden, das wäre dann der 5. Orden. Dann hinten dran gleich den 6., wenn wir in der Stadt schon waren. Ja, sind wir schon fortgeschritten im Spiel. Das kann man schon so. Das ist schon bald vorbei, das Spiel. Nicht mehr viele Parts. Also ein paar Parts wird es noch geben, keine Sorge. Aber es ist schon im letzten Drittel.
im letzten Drittel sowieso. Es begibt sich langsam auf das Ende des Spiels hinzu. Jo. Ich sag das, weil Pokémon Schwert und Schild kommt im November raus. Am 15. November, um genau zu sein. Und dann will ich Schwert und Schild spielen. Und dann wird Pokémon Y, also Let's Play Pokémon Y again, pausiert sein. Dann werde ich das pausieren. Und dann soll Pokémon Let's Go Evoli nach Möglichkeit beendet sein, damit wir uns voll und ganz auf das eine Pokémon-Spiel konzentrieren können. Und nicht mit drei Projekten gleichzeitig beschäftigt sind, wie es zu Pokémon Gelb Zeiten der Fall war. Na dann, jetzt Koga, auf geht's mit uns beiden. Nochmal kurz speichern vor dem Kampf. So muss das. Und auf geht's. Weg ist er. Hahaha. 4. Ein Kind wagt es, Ninja-Meister Koga zum Kampf herauszufordern. Lachhaft. Du wirst feststellen, dass jeder mein Gift wehrlos ausgesetzt ist. Das Ende kommt langsam und unausweichlich. Meine geheimen Ninja-Techniken werden dich schon auf den giftigen Boden der Tatsachen zurückholen. Aha. Ein imposantes Aufspiel für den Kampf gegen Koga. Seine 4 Pokémon. Arenaleiter Koga fordert dich heraus. Auf geht's. Hermit Stand Pokémon. Ein Smogmog. Ein Diktri. Naja, ich weiß nicht. Ja, Schaufler, Erzbeben. Ich weiß nicht. Ich versuch's mal mit Schaufler. Schutzschild. Ja, ich hab's doch. Hab ich's gesagt. Die verdammte Schutzschild-Attacke. Die wird mir hier wieder ordentlich verwiesen. Jo, aber Schaufler bringt's. Ich dachte schon, weil er in der Schwebe ist, bringt das keine Wirkung. Oh. War das jetzt Explosion oder was? Smogmog hat sich selbst explodiert. Eine feige Attacke. Eine sehr feige Attacke. Ja, aber da sind wir schon ein los. Das ist das Positive. Weiterkämpfen. Da waren es nur noch 3. Slimog. Ich darf mal kurz. Supertank. Auf Diktri. Na komm. Alles klar. Schutzschild ist fehlgeschlagen. Dieses verdammte Schutzschild. Diese feigen Attacken. Schutzschild und Zerstörung, also Explosion und... ja, muss da noch was zu sagen. Das macht man nicht. Das sind feige Moves. Okay, das Lähmung kriege ich auch noch besiegt. Das ist keine Ursache, wenn nicht dieses verdammte Schutzschild dazwischen kommt. So. Schutzschild. Ja, wer hätte es gedacht. Das Erdbeben schützt dich selbst. Na komm. Du kannst dich nicht ewig schützen. So, Slaymark besiegt. Da ist schon die Hälfte weg. Ja, so sieht's aus mit den Ninja Moves. War wahrscheinlich die erste schwächere Hälfte. Die leichtere Hälfte. Aber sehen wir mal. Golbatz. Ich möchte weiterkämpfen. Vielleicht kriegen wir es sogar mit Diktri alleine hin. Oh, ich weiß nicht, ob Schaufler hier was bringt. Ich versuch's. Vergibt's unter der Erde. Auf jeden Fall bringt's, dass ich von der ersten Attacke nicht gegriffen werde. Von Fliegen. Vielleicht aber doch. Ja. Fliegen ist dann natürlich eine Ausnahme. Ja gut. Erdbeben bringt, glaube ich, nichts. Bei dem aber Schaufler vielleicht. Versuchen wir es mal. Ja, verdammt. Ja, ich weiß.
Jetzt verfehlt meine Attacke seine und dann ist er. Das ist natürlich gut, wenn er in der zweiten Runde angreift. Ja, daran habe ich noch nicht gedacht. Also Schaufler und Fliegen gemeinsam eingesetzt. Das ist. Ja. Das ist vernünftig. Wenn ich in der ersten Runde Schaufler einsetze, ja dann in der zweiten Runde Fliegen einsetzt, dann versagt mein Schaufler in der dritten Runde und in der vierten Runde reift sein Fliegen mich an. Das ist eigentlich eine phänomenale Taktik für den Gegner. Es sei denn, ja, der Gegner greift zuerst an, dann das ist eigentlich schlecht für den, der zuerst angreift. Na komm, flacher Band, das wird das Golbat doch wohl vernichten. Oder nicht. Na komm, so ein kleines Golbat, das kriegen wir hin. Es ist kein kleines Golbat, es ist Arenaleiter Golbat, aber gut. Das hat Golbat verfehlt. Er hätte es gedacht. Leck jetzt den Angriff aus. Wer hätte das gedacht? Und Risikotackle. Na komm. Attacke. Auf die Rübe. Golbat besiegt. Und da war es nur noch eins. Zeigt denn jetzt das Pokémon. Kunga. In Omot. Das ist dein finales Pokémon. Das ist dein letzter Zug. Na dann. Den verbrenne ich dir, deinen letzten Zug. Schutzschild. Ja. Wie gesagt, du kannst dich nicht ewig schützen. Irgendwann musst du auch zulassen, dass man dich angreift. Und zwar jetzt. Omot verbrannt. Jo, das haben wir gleich. Wenn nicht noch ein Wunder passiert, haben wir das Omot gleich besiegt. Und damit den Arenaleiter Nummer 5. Den Koga besiegt. Jo, und da war das Omot Geschichte. Da haben wir Arenaleiter Koga besiegt. Bezwungen. Die Ninja in die Knie gezwungen. Glurak erreicht Level 36. Eine nette Koga besiegt. Du bist ein würdiger Kämpfer. Du gewinnst 7040 Pokémon. Und ist siegreich aus dem Kampf gegen den Arenaleiter Koga hervor. Ich wurde geschlagen. So sei es. Der Seelenorden gehört dir. Ein Klatschen. Du hältst den Seelenorden von Koga. Da du nun den Seelenorden besitzt, gehorchen dir alle Pokémon bis Level 60. Auch wenn du sie von einem anderen Trainer erhalten hast. Und das hier sollst du auch haben. Du erhältst TM27 Toxin von Koga. Nicht Schutzschild. Schade. Du verstaust das Item in der TM-Box. Hinter dem TM27 verbirgt sich eine Attacke, die seit 400 Jahren in meiner Familie weitergegeben wird. Schutzschild. Nein, Toxin. Ein Pokémon, das mit Toxin vergiftet wird, erleidet Runde für Runde mehr Schaden. Mit dieser fürchterlichen Attacke wirst du zu einem wahren Albtraum für jeden Gegner. Alles klar, Herr Kommissar, und zurück geht's. Haben wir den Orden bestanden. Den Orden erhalten. Pokémon Arena von Fuxania City, einer der Koga, anerkannte Trainer Mordi und Zwergfee. Alles klar, hätten wir das und weiter geht's im nächsten Part, die nächste Stadt, die wir schon erreicht haben, deutlich in der nächsten Arena, soweit ich weiß. Die Sylph Company haben wir ja schon vorgezogen, wenn wir da nicht rein durften in diese Arena, bei Koga. Und ja. Dann gleich im nächsten Part die nächste Insel Herausforderung. Quatsch. Falsches Spiel. Die nächste Herausforderung. Die nächste. Wie kam ich jetzt auf Insel Herausforderung? Wahrscheinlich im Kopf, mit dem Kopf schon in der 8. Generation. Und die 7. noch im Hinterkopf. Ja, gut. Dann flieg mal, Evoli. Flieg mal zur nächsten Stadt.
geheime Technik. Himmelsritt war das. Da hat sie sich nochmal geschüttelt. Wo wollen wir hin? Saffronia City. Lavandia. Urania City. Ich glaube, Saffronia war es. Da war das. Sylphscope. Sylph Company. Und auch die nächste Arena. Machen wir den kleinen Sprung hier. Mit dem nächsten Part geht's weiter. Hier. Im nächsten Arena Orden dieser nächsten Stadt. Däumchen nach oben, sollte euch dieser Part irgendwie gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr in der Knase seid. Den nächsten Part von Pokémon Let's Go Evoli bei der Pokémon Arena von Saffronia City mit Sabrina, der Arena-Leiter, nicht verpassen wollt. Psycho-Pokémon. Aha. Na dann. Naja, habt einen angenehmen Fürstlichen Tag. Man sieht sich. Ciao, ciao. Haut da rein.